Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Was erwartet euch hier? Nicht viel. Doch, na klar. Ihr wisst doch, ich arbeite gern mit dem Önder, mit dem Fahrschul-Europa-Chef zusammen. Deswegen haben wir ab und zu mal so Filme gedreht. Zusammen jetzt. Letztens habe ich ja seinen Bus vorgestellt und habe mich da zur Verfügung gestellt, bei ihm mal so eine Abfahrtskontrolle zu demonstrieren oder wie heißt das? Simulieren. So, noch besser. Und dabei sind natürlich dann auch Outtakes entstanden. Die hat er bei sich schon mal hochgeladen. Aber für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, habe ich die Outtakes mal hier zusammengestellt. Alles nach dem Intro. Viel Spaß, Leute! So ist perfekt. Okay, damit du kannst so einen halben Schritt nach rechts, genau. Ja, das passt. 1,50 Meter Abstand halten, ne? Denk ich. Oh ja. Das hat aber gar nicht gedacht, ne? Oh fuck. Das ist ja voll dumm. Das Video haben wir gemacht letztes Jahr. Ja. Wo kommt denn der Bus her? Ja, ich kann das erklären, Herr Wachmeister. Unter anderem spüre ich eine leichte Erektion. Das liegt aber, glaube ich, an der Sitzheizung, die wir jetzt haben. Was ist denn eine Sitzheizung? Da so hoch, da, genau da. Wo dieses Blatt Papier ist, Blatt, dann, ja, zurück, dann. Da muss es keiner. Du musst noch einen halben Schritt nach vorne und einen halben Schritt nach rechts von dir aus gesehen, einen halben Schritt nach vorne. Hast du keinen Weitwinkel oder hast du schon angemacht, Leute? Der ist drauf. Aber jetzt passt noch 50 Mann hier drauf. So, wir haben uns hier versammelt, weil wir alle geil sind. Ja. Angesichts Gottes, um eine Trauung zu vollziehen zwischen Mehmet und Dennis, ach, möchtest du den hier erschienen? Nein. Möchtest Nein. Warum nicht? Nein! Die ganze Hochzeit für euch! Oh, haben wir die Heckklappe vielleicht noch offen? Fast rausgefallen. Leider ist jemand bei dem Dreh gestorben. Okay. Mal gucken, ob der Schießer ein Bullshit durch. Ah. Abfahrtskontrollkarte. Handfertigkeit. Oha. Ja. Oha, so. Da fängt schon an, aber das ist die Rückseite. Oha. Und keine Sorge, am Tag der praktischen Prüfung wird der Prüfer bestimmt auch keine Grube herzaubern. Eventuell müsst ihr eine Schaufel mitbringen und die Grube dementsprechend, ja, zur Verfügung stellen, dadurch, dass ihr natürlich am Tage der Prüfung morgens anfangt zu graben, genau. Und wenn der Prüfer da ist, dann alles vorbereitet habt. Dann bekommst du auch einen Führerschein mit Goldkante. Also Mehmet, wie gerade schon gesagt, weiß nicht, welche Karte er ziehen wird und darf dann... Leck mir mal, ich sehe die Kamera nicht mehr. Die ist komplett beschlagen. So. Aus. Karte 4.3 prüfen des Reifenzustandes, Reifendrucks, in Klammern Profil, Beschädigung, Fremdkörper. Klammer zu. An. So, wir sollen also jetzt den... Tschüss!